Du, Reini, kannst du mir einen günstigen Gaskocher empfehlen für Schraubkartuschen? Die Frage kommt auf Instagram ziemlich häufig und die Antwort ist ja, dieses Teil hier. Und wenn du wissen willst, was das kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Suburbischen Berlinskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, so ist der verpackt, dieser Gaskocheraufsatz. Das ist so ein Kunststoffteil, ist jetzt nicht super stabil, aber auch nicht der letzte Dreck, das muss man gleich dazu sagen. Und die Sache dabei ist natürlich, das ist insgesamt ein sehr, sehr günstiges Teil. Es gibt da auch deutlich teurere. Wenn du sowas auch einmal sehen willst, schreib mir unten einen Kommentar, dann werde ich einmal eine kleine Kocherserie machen und hier vorstellen, was ich da alles so habe. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und ja, dieses Teil hier, das ist recht günstig. Ja, hat 3 Standfüße. Dann zum Schrauben für die Schraubkartusche. Und da kommt auch immer wieder die Frage wegen Steckkartusche und so weiter. Sowas hat man heute eigentlich nicht mehr. Ich kann mich erinnern, Steckkartusche, da gab es dann auch Aufsätze, damit man das wieder draufschrauben kann. Aber Steckkartusche ist ein Schaf mit Quasteln, wie ich meine. So, das war's jetzt. Ja. Und so ist er jetzt einmal grundsätzlich einsatzbereit. Ich stelle ihn dann auch hin und ich zeige dir dann noch das eine oder andere. Dann hier kann man steuern. Und dann ist ein Piezo-Zünder dabei. Und dann geht's schon los. Laut Hersteller 1800 Watt Maximum. Und jetzt sage ich dir was, ich habe nichts anderes, wenn es darum geht, schneller mal irgendwo was zu kochen. Und zwar nicht in kalter Umgebung, das ist klar, sondern zum Beispiel bei den Kräuterwanderungen früher, die ich noch gemacht habe. Da haben wir nur solche Kocher mitgehabt, damit wir dann zum Beispiel Bienenwachs schmelzen haben können für Salbe herstellen. Oder auch nur zum Tee kochen, reicht das allemal. Die Teile sind sehr günstig. Ich gebe da billige Eigenwerbung den Link in meinen Shop und wir haben die schon 100-fach verkauft und alle sind zufrieden und das ist alles gut. Es war mal einer dabei, der hat nicht funktioniert. Dann haben wir ausgetauscht und fertig. Ja? Und das ist es. Und wenn du fertig bist, also eine Sache noch, weil auch da immer wieder die Frage kommt, na, diese Schraubkartuschen, die sind doch irgendwie blöd zur Halterung. Da gibt es eine kleine Halterung, die gibt es auch bei mir im Shop. Da packst du diese Kartusche drauf und das ist jetzt auch egal, ob Schraub- oder Steckkartusche. So. Und dann hält das Ding und dann steht das Ding. Damit hat man mehr Stabilität, besonders wenn der Topf ein bisschen größer ist. Ne? Wenn du etwas hast, was etwas größer ist. Aber würde ich ohnehin bei dieser Art von Kocher sowieso nicht tun, weil das ist ein schneller, so ein schneller Kocher, dass ich mal kurz ein kleines Superl mache, aber nicht kochen 2 Stunden und dann abwürzen mit Chili und sondern ich will schnell einen Tee oder einen Kaffee oder eine Instant-Suppe machen. Fertig. Und das ist die Idee dahinter. Leicht und kompakt. Und genau das soll es ja sein. Dann ganz klar runternehmen, wieder runterschrauben und die Sache ist gut. Eine Sache ist klar, bei richtiger Kälte, so richtig arger Kälte oder wenn die Kartusche schon recht leer ist, da kann ich halt leider, ich kann das nicht umdrehen. Ne? Da gibt es dann andere Systeme dafür, ja, die dann auch noch einmal mehr Leistung haben, natürlich auch mehr Brennstoffverbrauch. Das kann der nicht. Das ist nicht die Idee dahinter. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ein einfacher, günstiger Kocher für einen Einsteiger, weil das war ja auch die Anforderung auf Instagram immer wieder bei den Fragerunden. Ja, aber ein günstiger Einsteigerkocher. Das hier, das kostet nicht viel, kostet nicht viel. Wie gesagt, billige Eigenwerbung, Link in meinen Shop. Leicht, kompakt und wenn es kaputt ist, und wenn du mal wirklich Geld ausgeben willst und dann, weiß ich nicht, einen Multikocher haben willst, mit dem du auch mit Benzin zum Beispiel kochen kannst, ja, und mit Gas, da müssen wir in eine andere Liga gehen. Aber wenn dich das mit diesem Kocher insgesamt interessiert, dann schreib mir bitte einen Kommentar, dann mache ich ernsthaft eine Kochervorstellung und zwar, was ich alles so habe und was ich gut finde. Daumen nach oben oder nach unten, schreib mir bitte einen Kommentar. Link in den Shop gebe ich dir da. Abo dalassen, anderes Video, es hat mich gefreut und bis bald. Ciao.